Intervallfasten, was ist das eigentlich? Fasten an sich, bringt das was? Ich habe es über ein Jahr jetzt ausprobiert und mich auch über ein Jahr mit dieser Thematik beschäftigt und möchte euch heute einfach mal von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich habe hier null Wahrheitsanspruch, keinen ärztlichen Rat für euch, sondern möchte einfach meine persönlichen Erfahrungen zusammenbringen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch mit dem logischen Menschenverstand. Habe ich damit angefangen und mich damit beschäftigt, weil ich zu fett war, übergewichtig war, weil ich Fett verlieren wollte? Nein, definitiv nicht. Mich hat dahinter interessiert der gesundheitliche Vorteil. Gekommen bin ich zum Fasten über Dieter Lange, mit dem habe ich ja letztes Jahr ein Interview gemacht, findet ihr auch auf diesem Channel. Und abseits der Kamera hat er mir empfohlen, einfach mal das Fasten auszuprobieren. Und dann habe ich prompt damit angefangen. 2, 3 Wochen später habe ich das wirklich 4 Tage mal ausprobiert. Nach Buchinger und danach war ich geflasht. Wirklich. Ich habe gedacht, wow. Und dann habe ich mich ja natürlich auch informiert darüber, was passiert eigentlich während des Fastens. Und der interessante Punkt ist der Prozess, der dabei eingeleitet wird. Das ist nämlich der Prozess der Autophagie. Auto wie das Auto und dann Phagie, Phagie. Autophagie bedeutet übersetzt letztendlich Selbstverstümmelung. Das klingt sehr brutal und sehr masochistisch, ist es aber eigentlich gar nicht so. Diese Selbstverstümmelung wird so beschrieben, dass man sagt, der Körper, der braucht ja immer Energie. Dein Herz schlägt, du musst hier rumfuchteln wie ein Spasti vor der Kamera. Das verbraucht alles Energie. Woher nimmst du die? Die führst du dir extern zu, über Lebensmittel, also Essen und Trinken, das Kalorien und Energie enthält. Wenn der Körper jetzt irgendwann kein Essen mehr bekommt und kein Trinken mehr, keine Kalorien, dann hat er ja trotzdem ein Selbsterhaltungsprinzip. Also das heißt, er will überleben. Der Körper will immer überleben. Das ist seine einzige Aufgabe, sein einziger Auftrag. Nun braucht er Energie dafür und greift zurück auf den eigenen Körper. Er schaut, was im Körper brauche ich nicht? Was zum Henker ist hier überflüssig? Hat der Typ oder die Frau vielleicht die letzten Jahre, Monate, Wochen zu viel gefressen? Ist hier irgendwo Fett? Ja, lag die faul oder der faul auf der Couch und hat gefressen wie ein Mähdrescher? Dann ist hier vielleicht irgendwo Fett, dann nehme ich mir doch das. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, auf den ganzen Zellmüll in deinem Körper zurückzugreifen. Also kranke Zellen, Krebszellen sogar oder falsch gefaltete Proteine etc. pp. Also das hast du verstanden. Der Körper greift auf interne Energiequellen zu. Und das ist der positive gesundheitliche Aspekt eigentlich schon. Das ist so eine Art Selbstreinigung. Und das ist ja eigentlich der Ursprung des menschlichen Körpers. So wie er in der Steinzeit zum Beispiel war. Wir haben uns ja von dem Körper in der Steinzeit physiologisch kaum entfernt. Nur unsere Lebensumstände haben sich krass geändert. Früher war das so, du hattest ja gar keine Vorräte und Reserven. Du hattest keinen Keller, konntest nicht irgendwie mal ein Essen aus der Tiefkühltruhe holen. Du musstest jeden Tag, ich wollte gerade sagen, wenn der Wecker geklingelt hat, aber den gab es früher nicht, du musstest jeden Tag, wenn du aufgewacht bist, vielleicht wurdest du geweckt von irgendwelchen Wölfen, vielleicht wurdest du von der Sonne geweckt oder gefährlichen Tieren, keine Ahnung. Irgendeinen Wecker hattest du vielleicht doch. Und am Ende war es einfach die biologische Uhr. Ist auch egal. Du bist aufgestanden und musstest dich um Essen kümmern. Für dich und deine Family, Frau, Kinder etc. pp. Das heißt, du musstest jagen gehen. Du hast nicht gefrühstückt. Wie denn? Was solltest du denn essen? Es war nichts da. Das heißt, du musstest losgehen, Beeren sammeln, Tiere jagen, erlegen. Und dann hast du die irgendwann mittags, abends, im Optimalfall, mitgebracht und dann zubereitet und verzehrt. So war runterreduziert das Leben in der Steinzeit. Jetzt ist es so, wir wachen auf, wir machen nichts, aber frühstücken direkt. Wir verbrauchen keine Energie vorher. So, das heißt, dieser Prozess der Autophagie wird in unserer Zeit gar nicht wirklich eingeleitet, weil du immer von externer Quelle Energie bekommst. Das heißt, diese ganze Selbstreinigung, diesen ganzen Zellmüll, diese ganzen falsch gefalteten Proteine, Fettpolster zu nehmen, um Energie zu gewinnen, dieser Prozess findet kaum statt bei den meisten. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das ergibt zu 100% Sinn. Das werde ich ausprobieren und selbst wenn ich keine Ergebnisse sehe, macht das komplett Sinn. Eigentlich so zu leben von der Ernährung her wie der Steinzeitmensch. So, nun habe ich das Fasten ausprobiert. Ihr müsst dazu wissen, ich habe früher unfassbar, 37 Jahre lang unfassbare Angst und teilweise auch Panik gehabt zu verhungern. Wann immer ich zum Fußball gefahren bin, ich hatte in der Tasche einen Eiweißriegel, eine Banane, im Handschuhfach im Auto, Nüsse, damit ich wirklich ja nicht verhungern kann. Dann habe ich gefastet. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie offen ich dafür war. Wenig.
wenig. Habe es aber einfach gemacht und dann gemerkt, okay, wow, ich kann einen Tag ohne essen. Krass, was für eine Erkenntnis. Ich kann 2 Tage ohne essen. Krass, was für eine Erkenntnis. 3. Tag auch geil. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich kann besser sehen. Meine Augen wurden schärfer. Meine Sinne wurden geschärft. Ich brauchte weniger Schlaf. Das Hungergefühl verschwand auch irgendwann. Und meine Gelenke waren auch irgendwie geschmeidiger. Ich habe mich irgendwie ein bisschen leichter gefühlt. Ich habe dann gedacht, naja, dann kannst du ja auch gar keine körperlichen Aktivitäten machen. Deine Muskelkraft lässt bestimmt nach. Ich konnte genauso gut Liegestütz-Klimmzüge machen wie vorher auch. Naja, und nach den 4 Tagen hatte ich dann irgendwie gesagt, jetzt habe ich genug, ich spiele Mittwoch auch wieder Fußball, ich will jetzt das nicht so übertreiben. Dann habe ich am Donnerstag ja angefangen, Sonntag aufgehört und das war die geilste Erfahrung überhaupt. Was das mental vor allem mit mir gemacht hat, was das mir für ein Vertrauen in meinen Körper geschenkt hat, zu wissen, du kannst 4 Tage ohne Essen auskommen. Auf einmal hat sich nicht mein ganzer Tag darum gedreht, oh, wann frühstücke ich was, wo gehe ich mittags essen, es war mir scheißegal. Ich habe einfach irgendwann, wenn ich Hunger hatte, dann gesagt, ja, okay, dann esse ich doch das oder so. Ne? Also man gewinnt unfassbar viel Vertrauen in seinen Körper. Der Stress lässt unfassbar krass nach, was das Essen anbelangt. Es dominiert dein Leben nicht mehr so. Mein Leben hat das Essen krass dominiert. Und das war schon mal mental natürlich eine geile Erfahrung, neben den körperlich positiven Erscheinungen, die da zutage gekommen sind. Dann habe ich mir gedacht, naja, du kannst ja jetzt nicht immer in diesem Rhythmus, keine Ahnung, einmal im Monat eine Woche fasten oder so, das nervt. Finde doch etwas, was dich so regelmäßig diesem Steinzeit-Lifestyle relativ nahe bringt. Und das ist ja Intervallfasten. Das heißt letztendlich, es gibt diese 16-8-Regel, aber das ist jetzt nicht vorgeschrieben. Es geht letztendlich darum, dass du über einen längeren Zeitraum keine externen Energiequellen zu dir nimmst, damit dieser Prozess der Autophagie, diese Selbstverstümmelung, dieses Zugreifen auf interne Energiequellen eingeleitet wird. Und das ist natürlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, wie lange das dauert. Das hängt auch damit zusammen, wie viel du in der Zeit verbrennst. Machst du Sport, bewegst du dich oder liegst du nur auf dem Sofa? Das alles spielt da natürlich mit rein. Und ich habe jetzt für mich dann ein Modell gefunden. Das ist roundabout 13:11, weil ich habe spätabends immer Fußball und dann esse ich meistens erst so um 11, weil nach dem Fußball muss ich halt noch was essen. Weil das ist auch, glaube ich, nicht gut, wenn du nach einer sehr intensiven sportlichen Belastung nichts isst. Ist das wiederum kontraproduktiv für deinen Körper. Naja, spätestens um 11 esse ich, dann schlafe ich und frühestens um 12 esse ich. Das heißt nach 13 Stunden. Und in dieser Zeit greift der Körper natürlich schon auf die internen Energiequellen, auf diesen ganzen Zellmüll, auf die kranken Zellen, Krebszellen, auf mein Fett zu und baut das ab und nimmt das zur Energiegewinnung. So, was ist letztendlich jetzt nach einem Jahr Intervallfasten passiert bei mir? Ich habe so gut wie kein Körperfett mehr. Schaut mal hier. Das ist mein Bauch. Ich hatte vorher keinen krassen Bauch oder so, aber hier ist nichts mehr dran. Es ist nichts mehr dran. Das ist eine positive Nebenerscheinung, die ist schön. Die wird von anderen sehr krass respektiert und ja, krass und so. Das ist schön. Brauche ich mir nichts vormachen, wenn du das hörst, wenn du dafür Credits bekommst, ja, Sixpack und so. Wir alle haben Sixpack. Die Frage ist ja immer, ob du es siehst oder nicht. Bei mir sieht man es, da freue ich mich drüber, aber das war nicht der Grund, warum ich es gemacht habe. Sondern der Grund war eben dieser gesundheitliche Aspekt, der Prozess der Autophagie. Und über ein Jahr verteilt jetzt, kann ich sagen, mir geht es irgendwie besser. Ich habe ein besseres Gefühl. Ich war, glaube ich, auch seit einem Jahr nicht krank. Und ich merke, mir geht es sowie mental als auch körperlich echt besser. Am Anfang ist das echt schwierig, gerade in den Morgenstunden auf Essen zu verzichten, ganz ehrlich. Aber das ist alles eine Frage der Gewohnheit und natürlich auch der Disziplin. Da musst du halt auch einfach mal durch, wenn du dann Hunger hast. Ich war neulich in einer TV-Show, die war glaube ich um 11. Ich saß in der Bahn morgens um 7. Ich hatte unfassbaren Hunger schon, weil ich einen Tag vorher noch pumpen war. Und habe gedacht, wow. Und in der Show hatte ich richtig so Hunger, ne? Und habe dann auch teilweise so Wortfindungsstörungen gehabt, wenn du richtigen Hunger hast, ihr kennt das. Aber habe auch gesagt, es ist mir egal, weil wenn du hier irgendwie performen willst und auch wenn das TV ist, dann ziehst du dein Ding hier durch und lieferst trotzdem. Keine Ausreden. So, ne? Und ja, ich kann nur sagen, jetzt abschließend, dieses Intervallfasten, das Fasten an sich, gegen das ich mich so lange gewehrt habe, 37 Jahre lang, war mit die beste Entscheidung meines Lebens, es zu tun. Und das meine ich wirklich so, Leute. Ich bereue es ein bisschen, es nicht vorher getan zu haben. Am Ende bin ich dennoch dankbar, dass ich es mache, denn besser spät als nie.
Aber was das mental und körperlich mit mir gemacht hat, ist wirklich geisteskrank. Ich war noch nie in einer körperlich so guten Verfassung wie jetzt. Ich war noch nie so fit mit 39 und mental noch nie so stark. Das liegt jetzt nicht nur am Fasten. Aber das war mit ein Grund dafür im letzten Jahr, was diesen Zustand positiv mit beeinflusst hat. Und ich wünsche mir einfach mal, dass du dich mit der Thematik einfach mal beschäftigst. Dass du wirklich mal schaust, okay, was ist dieses Fasten? Ich habe dir jetzt ja schon mal ein bisschen was darüber erzählt, aber dass du es wirklich vielleicht auch mal ausprobierst. Mal ein, zwei Tage oder mach das ohne Druck. Sag nicht so, ja, 6 Tage muss ich jetzt machen und bla und bla. Mach es einfach nach Gefühl und nach Lust und Laune. Du kannst nur über diese positive Selbstmotivation dahin kommen. Nicht, dass sich jemand zwingt. Und erst recht soll dich keine Krankheit erst dazu zwingen oder ein unfassbares Übergewicht. Ich habe jetzt gerade einen Kumpel getroffen vor 2 Tagen. Er sagt, 16 Kilo abgenommen. Ich so, echt geil. Und Henoch, weißt du was? Über Intervallfasten. Schon so viel erzählt, egal ob Mann oder Frau, mach es mal. Mach es mal. Aber schau mal wirklich auf den gesundheitlichen Aspekt dahinter. Und ob der Sinn ergibt für dich oder nicht. Und ob du es vielleicht mal ausprobieren möchtest. Ich hoffe, das war jetzt gut runter reduziert und nicht allzu lang. Wenn ihr vielleicht nochmal ein ausführlicheres Video dazu haben möchtet, dann kommentiert das gerne. Ich bin bereit, da natürlich so viel wie möglich drüber zu erzählen, weil es für mich so unfassbar viel bedeutet hat, so viel besser gemacht hat, optimiert hat in meinem Leben, mental und körperlich. Und ich natürlich immer gerne bereit bin zu helfen, wo ich kann, mit meinen Informationen, mit meinen Erfahrungsberichten etc. pp. Sag mal, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Fasten, mit Intervallfasten, wie du das Thema siehst, ob du das gut und inspirierend fandest, dieses Video, oder komplett scheiße und überflüssig. Check gerne auch den Shop von Bolzplatzkind ab. Da gibt es Shirts wie diese hier, Caps, Hoodies, Hosen, alles, was man braucht oder eben auch nicht braucht. Aber wer auch groß geworden ist und Kind geblieben, wer sich immer bewegen will, wer immer dieses Bolzplatzkind bleiben möchte, ist da genau richtig und vielleicht findest du was. Vielleicht auch zum Verschenken. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis bald, euer Henoch. Ciao.